Ab wann zählt man als Talibul Ilm? Manche Leute denken, man ist Talibul Ilm, wenn man einmal im Monat ein Vers liest. Nein, ja, Ikhwa. Talibul Ilm bedeutet, dass man ein gewisses Programm hat und natürlich etwas studiert von den Wissenschaften, von den verschiedenen Wissenschaften, die es gibt. Es ist keine festgesetzte Stundenanzahl, dass man 10 Stunden oder 8 Stunden studieren muss. Oh Allah, manche studieren 10 Stunden und er hat gar nichts verstanden. Ein anderer studiert eine Stunde und hat 1000-mal mehr verstanden als er. Das geht nicht um die Zeit. Das geht aber darum, dass man sich gewisse Grundlagen aneignet. Und wenn man sich diese Grundlagen aneignet, alhamdulillah, zählt man unter den Tullab al-Ilm. Und der Prophet s.a.w. sagte, für einen Talibul Ilm, das heißt für einen, der nach Wissen strebt, versammeln sich die Engel übereinander bis zum ersten Himmel und schirmen ihn mit ihren Flügeln an. Als Barmherzigkeit für diese Person. Wallahu ta'ala ala wa an. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.